Seh ich gut aus auf dem Cover dieser Juice. Komm mit Basie und dein Kopf wird aufgeschlagen wie ein Buch. Bock, ich hab Bock, deine Gang euch zu zerficken. Denn du wünschst mir frohe Ostern wie strenggläubige Christen. Mensch, also was guckst du so? Bock, geh mir deine Mutter holen. Dein Tag gibt's nicht bei Amazon, sondern bei armer Nuttensohn. Was geht ab, Freunde? Am gestrigen Tag ist mal wieder ein Beef in der Deutschrap-Szene zu Ende gegangen. Und zwar ein Beef, den wir alle mitbekommen haben, den wir alle gefeiert haben und der zumindest für uns Zuschauer immer sehr lustig war. Und zwar der Beef zwischen Farid Bang und Mock. Mock, der alte Hurensohn, trinkt mit Senioren Bier und ist älter als Star Wars Episode 4. Und deine Tochter ist mittlerweile fast älter als ich. Und eure Gemeinsamkeiten, ihr wurdet vom Banger gefickt. Ey, so bin ich eben, ich gebe dem Fotzen Schwanz und du wirst in Berlin öfters Kelp als Mock genannt. Dass ich deine Tochter fickte, wird sich noch bewahrheiten. Ich würde dich Rentner nennen, aber du warst hier nie arbeiten, du Hurensohn. Mock hat Folgendes auf Instagram gepostet. Und zwar, dieser Streit ist endgültig vorbei. Jedes Wort gegen deine Familie war ein Wort zu viel. Dann hat er da noch Farid Bang markiert und ein Bild von Farid eben in die Story gepostet. Farid hat sich dazu noch nicht irgendwie geäußert oder darauf geantwortet. Bis jetzt zumindest. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwas kommen wird. Ich gehe auch mal eher vom Gegenteil aus. Aber trotzdem, ich denke mal, das sollte schon was Offizielles sein von Mock und keine Ahnung. Ich denke mal, dass das schon, wenn von beiden ausgeht, der Frieden, dass Farid auf jeden Fall Bescheid weiß. Farid hat ihn ja auch das ein oder andere Mal gedisst. Deswegen müsste sich eigentlich Farid auch nochmal entschuldigen. Es war, wie gesagt, immer sehr lustig. Ich glaube, Mock hat wirklich auf jedem Album von Farid sein Fett wegbekommen. Ähnlich wie die Pfandflaschen am Ende des Tages im Automaten. Und jetzt ist es endgültig vorbei. Auf der einen Seite natürlich cool für die beiden und auch, denke ich, vor allem für Mock, da der dadurch schon einen relativ schlechten Ruf auch bekommen hat. Also ich würde mal sagen, das Ganze von Farid, die ganzen Disses und natürlich auch von Kolle haben ihm schon sehr geschadet. Und für uns Zuschauer ist zwar auch irgendwo schade so, weil es wirklich immer echt lustig war. Die Instagram-Stories von Farid, alles mögliche, die ganzen Anspielungen und so, war immer sehr lustig. Aber am Ende des Tages darf man natürlich auch nicht vergessen, dass es ja trotzdem auch irgendwo immer gut ist, wenn ein Streit sein Ende findet. So viel auf jeden Fall dazu, Freunde. Ich hoffe, euch hat dieses kleine News-Video gefallen. Wenn dem so sein sollte, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, Freunde. Ciao.